ist mein Mauscursor? So, jetzt habe ich das zumindest schon mal. Es ist leider abgestürzt. Es ist abgestürzt. Nein! Okay. Aber... nicht schlimm. Wenn ich das denn hinkriege mit dem zweiten Desktop. So, das Ding hätte ich gerne auf dem zweiten Bildschirm. Ach, dann halt nicht. Dann mache ich das anders. Desktop Nummer 2. Skyrim. Tschüss. So, schade. Jetzt ist das Spiel abgestürzt. Ich hoffe, dass es irgendwo relativ zeitnah noch gespeichert hatte. Und gucken wir einfach gleich mal. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ah, jetzt sehen Sie was. Das ist schon mal ganz gut. Fortfahren. Mit dem letzten Spielstand fortfahren. Ich hoffe, dass wir irgendwann mal ins Menü oder geguckt haben, dass er dann gesagt hat, jo, wir können hier mal einen kleinen Speicherpunkt einbauen. Merunes Dagon ist der nedrische Prinz der Zerstörung, der Revolution und des Ehrgeizes. Er trägt die Schuld an der Oblivion-Krise, weil er versuchte, Tamriel, keine Ahnung, war zu schnell. Zwar sind alle Drachen furchterregende Gegner, doch verfügen manche über größere Macht als andere. Braune und grüne Drachen sind im Allgemeinen schwächer als ihre weißen und bronzenen Vettern. Okay. Ein mächtiger Angriff gegen blockende Gegner durchbricht zwar deren Block, stößt sie aber nicht zurück. Vibi Splenium! Und wir sind... wo sind wir? Wir sind hier... das ist wo? Am Arsch der Welt. Und zwar nicht am guten Arsch der Welt. Okay, dann werden wir uns da mal hin teleportieren. Einfach aus dem Grund, dann können wir von da aus weiterlaufen. Diesen kleinen... diese kleine Mogelei überlaube ich mir mal. Damit wir einfach ein kleines Stückchen weiterkommen. Natürlich, jetzt ist es dunkel. Da warte ich aber erstmal wieder ab. Die ganzen anderen Studenten haben alle Salate weggekauft. Das Problem hatte ich in der alten Wohnung nie. Ja, dass der Salat mal nicht mehr verfügbar ist, das kann ich mir vorstellen, dass das mal eher ein selteneres Problem ist. So, hier haben wir auch unser Pferdchen. Erstmal jetzt wieder zurück auf den Weg. Hört sich vielleicht bekloppt an, aber so ein Salat, so einen schönen Salat hätte ich jetzt auch gerne. So. Jetzt sind wir wieder auf der Strecke und guck dir das an. Das ist doch... oh, schön. Schön ist das. Da kommt eine Hasi da lang gehüppelt. Jetzt haben wir natürlich den ganzen Kampfesspaß nicht mehr. Hier ist eine große Steinplatte. Wahrscheinlich von den Riften Winter im Solitude. Nein, das müssten wir schon hier lang. Bin ich fast von überzeugt. Ja, es ist nicht verkehrt, oder? Salat, insofern denn ohne Dressing genutzt, hilft ja auch ein Stück weit beim Abnehmen. Wäre vielleicht eine Idee. Also jetzt nicht für dich, sondern für mich gesehen. Na, was habt ihr? Nachtschwärmer? Ja, hi!
Ich freue mich über jeden fröhlichen Gesellen, der diesen herrlichen Tag genießt. Klar. Oh, ihr seht aber müde aus. Kommt, teilen wir uns doch eine Flasche Honigbräu-Met. Honigbräu-Met? Klar. Ihr habt den lieblichen Honigbräu-Met noch nie probiert. Dabei ist er doch der beste Met außerhalb von Sovngarde. Aha. Er ist so süß wie der Kuss einer holden Jungfer in sternenheller Nacht. Und er ist so stark, dass er selbst einen Frosttroll auf den Allerwertesten fallen lässt. Aber genug geredet. Kommt. Wollt ihr nicht mit mir und meinen Gefährten trinken? Ja, klar. Nichts ist besser, als den Krug zu heben, um, nun ja, die Stimmung zu heben. Prost! Ja. Mögen eure Abenteuer euch Ruhm und Reichtum bringen. Natürlich, danke. Und da du nicht erwartest, dass ich das jetzt trinke, gehe ich einfach damit weg. Oh. Da hat es ein bisschen in der Nase gekribbelt. Nein, 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 ich sehe das. Aber ich glaube, er sieht mich auch. Aber er sieht nicht lang genug. Weil wir haben es einfach erledigt. Und er kommt uns entgegengerutscht. Darf ich kurz im Vorbeirutschen die Pferde wieder haben? Danke. So. Ja, ein Schuss Dressing würde ich auch mal draufpacken. Aber ich sag mal, ohne Dressing wäre halt das in Anführungszeichen gesündeste fürs Abnehmen. Aber das Thema habe ich, glaube ich, auch schon mal bei Twitter angeschnitten gehabt. Ich würde viel, viel mehr Salat essen, wenn er einfach schon fertig in meinem Kühlschrank stehen würde. Weil für mich ist einfach das Schlimmste am Salat den Salat machen. Ja, ich weiß, es gibt Salate, die sind sehr, sehr leicht zu machen und man braucht da nicht viel Aufwand und so weiter und so fort. Aber nichtsdestotrotz muss man nun mal dann erstmal die Zutaten haben, alles klein machen und so weiter und so weiter und zusammenwürfeln. Okay. Und da bin ich halt einfach ehrlich und sage, da bin ich meistens ziemlich zu faul für. So, haben wir den Bären auch nochmal fix erledigt. Ne, aber ohne Witz, ich esse Salat echt gerne. Ich brauche einen Daily-Salat-Service. Das wäre wirklich, oh, das wäre so die Überlegung. So, da geht's nach Iwasi, Riften, Windhelm. Ein Blick auf die Karte verrät uns, wir hätten schon lange abbiegen müssen. Muss ich jetzt hier lang? Ja, da können wir auch hochgehen. Ja, aber die sind ja auf Dauer auch ein bisschen teuer, wenn du immer wieder diese fertigen Salate kaufst. Das ist ja das Problem. Sonst würde ich mich mit Salaten echt zuschmeißen. Eine Salattheke. Ach ja, stimmt. Doch, klar, die kenne ich auch. Hallo, Troll. Tschüss, Troll. Ah, schön in den Kopf geschossen, damit er so richtig nach hinten umfliegt. Ah, den hat er zu fressen gekriegt, könnte man sagen. Ja. Ne? Und da liegt schon mal... Nein, ich habe sie heute noch nicht gesehen. Ich werde sie auch... Ja doch, wir haben sie schon überlegt. Gesehen. Ja, okay, 2 Euro, das geht sogar wirklich noch. Ich hatte mir ein Gefühl, dass sie teurer sind. 2 Euro. Oh. Wäre ja mal vielleicht eine Überlegung wert. So, hier ist noch eine Höhle, die ich aber jetzt noch nicht... Die Beinbrecherhöhle, genau, die wollte ich jetzt eigentlich noch nicht entdecken, aber... Haben wir trotzdem. Hier ist noch ein Elmo. Hallo Elmo. Hier müssen wir also lang, sagt er. Ja, aber wirklich so ein... Das wäre eigentlich mal... Das ist doch so die Marktlücke. Das müsste doch mal eigentlich so für Leute wie mich halt beispielsweise... Es gibt Lieferdienste für jeden Scheiß, ja. Also selbst Lidl und sowas liefert. Moment. Ich glaube, ich habe mir gerade meine eigene Lösung gegeben. Wenn Lidl liefert... Und ich so oder so nicht groß einkaufen will, dann könnte ich denen ja Bescheid geben, hört mal zu.
liefert mir das und bestellt dann die ganze Zeit immer nur fertige Salate bei denen. Das wäre echt eine Idee. Ich hab noch einen anderen Bären gehört, deswegen bin ich hier gerade noch so ein bisschen am Rumschleichen, aber ich sehe ihn nicht. Da ist ein Elmo. Also bei uns liefert... ja, das ist schon richtig, aber du kommst ja damit niemals auf den Mindestbestellwert, wenn du jetzt bei einem Pizzalieferanten halt einen Salat holst. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde die Salate meistens echt eklig, die die einem da mitliefern. Nicht alle, klar, aber die meisten. Und so diese fertigen Salate, da weiß ich ganz genau, da kann ich... die finde ich eigentlich immer ganz cool. Das ist ein Elch, da vorne ist auch ein Elch, alles klar. Also geschmacklich ganz gut. So, wir müssen jetzt hier dem Weg weiter folgen. Also zumindest bei uns gibt, habe ich jetzt nicht im Kopf, wo das irgendwie... WB Deadline! Also ich habe jetzt nicht im Kopf, dass irgendeiner von den Pizzalieferanten, die ich jetzt hier in der Nähe habe, einen guten Salat liefern würde. Ich weiß nicht, ob es Lidl war, aber irgendeiner von den Liefern, ob es jetzt Lidl oder Aldi oder was auch immer ist. Okay, will ich auch gar nicht. So, ich muss hier weiter der Straße entlang. Okay. Ich hab da was... Nein! Ihr Ekel! Doch! Ich sagte es gerade noch und das war der Fehler. Wir haben meine Freunde die scheiß Spinnen heute noch nicht gesehen. Ich schrei dich an, du. Und was ist? Und dann sind die auch noch so ekelhaft hinter mir. Mano! Ich hasse sie. Bah! Die können mich doch mit allem möglichen Scheiß angreifen, weißt du? Aber doch nicht mit einer Spinne und dann so nah hinter mir. Was ist denn falsch mit euch? Kommt ihr jetzt besser sofort mit uns? Ich weiß nicht, für wen ihr mich haltet und es ist mir auch egal. Achso, wieder die Quest, die haben wir immer noch nicht fertig. Die Wölfe sind auf der Jagd nach irgendwas. Schieben wir denen mal einen Pfeil hinterher. Das ist aber scheinbar ein bisschen was, was die jagen, also ein paar Sachen. So, dann müssen wir gleich nach rechts. Wir haben einen Lieferdienst, der gute Salate mit drin hat. Kosten dann 6,50 Euro. Ja, das wollte ich nämlich gerade sagen. So einfach so ein Lieferdienst für Salate einfach nur. Das würde ich voll feiern. Aber bei uns, glaube ich, gibt es sowas leider nicht. Und kannst halt auch nicht jeden Tag machen, so 6 Euro für einen Salat ausgeben. Das wäre mir dann auf Dauer auch viel zu teuer. Deswegen so ein Pferd. Ich bin schon wieder geblitzt worden. Ich war zu schnell. Ich sollte nicht immer so in die Stadt rein. Man weiß es doch. Innerorts fährt man langsamer. Radle. Danke für den Follow. Wenn ich deinen Namen richtig ausgesprochen habe. Und hier haben wir das Fallout 3 Pferd. Ein gruseliges Fallout 3 Pferd mit auch dem gruseligen... Okay, das ist definitiv so nicht ganz richtig. Ignorieren wir das einfach gekonnt? Nee, aber innerorts sollte man ja generell etwas langsamer fahren und das... Das ist halt die Konsequenz. Dann wirst du halt geblitzt. Plüm. Hi. Klimek, möchtest du nicht mit mir reden? Okay. Kein Problem. Die Brahmenpferde, eh süß. Ich denke, das sollte zwar wie süß heißen, aber i süß passt in der Form dann auch erschreckend gut. So. Ja. Das war eine schöne Schrifttafel. Haben wir sie einfach mal ignoriert. Och, ist das dein Ernst?
Genau, schön stehen bleiben. Schön in Pose stellen. Weiter geht's. Und nochmal an gerade Bratler, wenn ich das richtig vorgelesen habe. Danke für den Follow. Ich war gerade noch ein bisschen konzentriert. Und willkommen bei den Schatzis und den Lappen. Ob du ein Schatzi oder Lappen bist, das werden wir dann noch festlegen. Und weiter geht's auf zu den... zu den Alten dort oben auf dem Berge. Da sind noch ein paar Ziegen. Ach ja, so ist das. Nee, du bist Timo. Du hast einen Sonderstatus, Benny. Du bist Timo. Ich glaube, ich habe einen Troll gehört. Oder noch ein Bär. Ne, müsste ein Troll sein. Boah, wir können so scheiße schleichen jetzt mittlerweile, so, seitdem wir das also legendär gemacht haben. Aber ich glaube, das ist eine Sache, die wir halt noch so vertragen können vom Schleichen her. Das hat man ja relativ zügig wieder hochgelevelt. Da bin ich immer gespannt, wenn wir den wieder auf vollen Skill haben, was das dann überhaupt bringt. Splenium sagt, er ist, er glaubt, er ist ein Lappen. Da müssen wir unsere obere Lappigkeit mal fragen. Das ist der Yeti. Nein, das ist ein Troll. Das ist ein dunkler Troll, der einfach nur durch den Schnee bedeckt weiß geworden ist. Deswegen, das ist der feine Unterschied. Den Fehler machen aber viele. Splenium. Mach dir da mal keine Sorgen. Haben wir jetzt zwei Drachen oder? Oder kommt da jetzt irgendwas den Berg runtergerollt? Oder hochgerollt? Kommt jetzt hier irgendwie was? Ach, guck mal. Da hat er seine Brüder geholt. Beide legen sich erstmal schlafen und machen einen auf tot. Hat er sich aufgerappelt? So. Du bist in Schneeweiß geworden. Nein, erstaunlicherweise gerade nicht so sehr. Weil es hier oben nicht schneit, sondern nur Schneeverwehungen gibt. Da ist ein Ziegumat. Da kannst du sagen, was du willst, aber das ist halt einfach eine schöne Aussicht. Erinnert mich so ein bisschen daran, als ich mal in Norwegen war. Da hast du teilweise auch so ähnliche Aussichten gehabt. Das war schon sehr, sehr cool. Feier ich. Und das bringt mich immer wieder auf die Frage, seid ihr eher so ein Schnee- und Kältemensch oder so ein Strand- und Sonnenmensch? Was ist euch lieber? Weil da gibt es ja irgendwie meistens nur entweder das eine oder das andere. Wenn du Monster eigentlich gesehen hättest, wüsstest du, dass nur verstoßene Monster sind, die nicht zurück dürfen. Habe ich geguckt, hatte ich aber nicht auf dem Schirm. Und jetzt ist, glaube ich, auch zu spät. Oh, da kommt er mit einer Sturzattacke quasi. Er legt sich wieder so hin, als würde er schlafen. Der Sausack! Schnee und Kälte. Und da haben wir schon... und Kälte und Strand. Wichtiger Hinweis, es gibt dabei natürlich keinen falsch und keinen richtig. Es gibt nur die eigenen Ansichten und was einem selbst persönlich am meisten gefällt. Deswegen... ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, das ist bei mir stimmungsabhängig irgendwie.
Ich habe auch immer, war immer fest davon überzeugt, es ist auf jeden Fall Schnee und Kälte, weil ich ja auch gerne Snowboard fahre. Aber dann war ich jetzt vorletztes Jahr beispielsweise mal an einem Sonnenurlaub am Strand und alles, und das war auch sehr, sehr entspannt. Also wirklich nicht so ein überlaufender Strand, wo man halt einfach sich nicht entspannen kann, sondern ganz gechillt auf der Liege ein bisschen die Sonne genießen. Und das war gar nicht mal so verkehrt. Hätte ich nicht mit gerechnet, dass mich das dann, dass es mir gefällt. Ich dachte, das wäre vielleicht einfach zu langweilig. Aber nö, dem ist nicht so. Schnee und Kälte, weil es im Sommer ist, mir immer zu heiß. Ich renne im Winter mit dem T-Shirt rum. Ja, okay, das ist natürlich dann auch blöd, wenn dir so schon im Winter zu warm ist, dann muss der Sommer ja richtig unausstehlich werden. Aber so ist das halt. Der gute Technikwolf spielt auch gerade was. Die Truhe ist mittlerweile leer, weil wir einfach die Gaben genommen haben. Einen schönen zugeschneiten Strand mit Wellen, die aussehen, als ob sie Gelee sind, durch das Eis, sieht einfach mal cool aus. Kälte und Strand. Ich habe mich gerade verlesen. Alles klar. Kälte und Strand stelle ich mir auch. Ja, wobei, es kommt immer drauf an. Ich war mal in hier an der Nordsee. Fand ich irgendwie, das sah ziemlich langweilig aus. Aber es kommt dann, glaube ich, auch auf die Intensität an. Also der Wellen. Eure Ausbildung macht gute Fortschritte, Drachenblick. Ja, danke, Angeier. Ich muss einen Schrei lernen, der Alduin besiegt. Woher wisst ihr davon? Mit wem habt ihr euch unterhalten? Nicht mit dir. Es stand auf Alduins Mauer. Die Klingen, natürlich. Sie mischen sich besonders gern in Angelegenheiten ein, die sie kaum verstehen. Ihre rücksichtslose Arroganz kennt keine Grenzen. Sie wollten schon immer jedes Drachenblut vom Pfad der Weisheit abbringen. Habt ihr nichts von uns gelernt? Wollt ihr als Werkzeug in den Händen der Klingen enden, nach ihrem Belieben zu ihren Zwecken eingesetzt? Die Klingen wollen einzig und allein Alduin bezwingen. Was ich will, ist unwichtig. Dieser Schrei wurde bereits vorher verwendet, nicht wahr? Und hier sind wir nun wieder. Habt ihr schon einmal in Erwägung gezogen, dass Alduin vielleicht gar nicht besiegt werden soll? Jene, die ihn in grauer Vorzeit besiegt haben, konnten dadurch den Tag der Abrechnung nur verschieben. Sie konnten ihn nicht aufhalten. Wenn die Welt enden soll, dann soll es wohl so sein. Lasst sie enden und neu geboren werden. Das ist, ihr werdet mir also nicht helfen. Nicht jetzt. Nicht bevor ihr wieder auf den Pfad der Weisheit zurückkehrt. Ich habe euch eine Antwort gegeben. Geht und überdenkt eure Vorgehensweise. Partunax, okay. Ja, ich würde sagen, ich war jetzt voll verwirrt, dass er jetzt Nein gesagt hat. Ja, was denn? Vergebt mir. Ich war unbeherrscht. Ja. Ich habe zugelassen, dass meine Gefühle mein Urteilsvermögen trüben. Das ist nicht gut. Hat mich an meine Pflicht erinnert. Die Entscheidung, ob wir euch helfen, liegt nicht bei mir. Haha. Also könnt ihr mir das beibringen? Ich kann ihn euch nicht lehren, weil ich ihn nicht kenne. Ah. Er wird Drachenfall genannt, aber seine Worte der Macht sind uns unbekannt. Wir trauern ihm nicht nach. Drachenfall hat keinen Platz im Weg der Stimme. Ich dachte, ihr kanntet alle Worte der Macht. Nicht jedoch Drachenfall. Das Wissen über diesen Schrei ging lange vor Beginn der Geschichtsschreibung verloren. Vielleicht kannten ihn nur seine Schöpfer. Aber ich bin nicht der, der mit euch darüber sprechen sollte. Alles klar, wer denn? Wenn der Schrei verloren ist, wie könnte es sein? Er spricht nur selten zu uns und nie zu Außenseitern. Es ist ein großes Privileg, ihn sehen zu dürfen.
Anführer. Er übertrifft uns alle in seiner Beherrschung des Weges der Stimme. Aha, dann muss ich mit ihm reden. Nicht bereit. Ihr seid immer noch nicht bereit. Warum aber nicht? Dank der Klingen habt ihr jetzt Fragen, die nur Kartonax beantworten kann. Und warum bin ich ihm noch nicht begegnet? Er lebt abgeschieden, hoch oben auf dem Gipfel des Berges. Er spricht nur selten zu uns und nie zu Außenseitern. Es ist ein großes Privileg, ihn sehen zu dürfen. Und wie kann nur ich dahin? Nur jene, deren Stimme stark ist, können den Pfad finden. Kommt, wir werden euch einen Schrei lehren, mit dem ihr den Weg zu Parthornax öffnen könnt. Sehr gut. Jetzt machen wir uns auf den Weg. Und Splenium, so wie du es entsprechend beschreibst, ist es natürlich sehr, sehr cool. Kann ich dir nur recht geben. Ich bin eher so der Fan von, weißt du, so wirklich verschneiten Bergen, wo man gut drauf snowboarden kann und wo man danach dann halt schön sich irgendwo einen richtig warmen Kakao mit Sahne dann reinpfeifen kann. Halt so tagsüber richtig aktiv, einfach schön viel unterwegs, alles Mögliche. Und dann abends halt entspannen, aber nicht unbedingt feiern. Kann man auch machen, gerne mal. Aber ich bin kein Fan von diesen Après-Ski-Gezeugse. Aber eben halt danach dann irgendwo schön dann was machen. Wir hatten mal erstaunlicherweise von der Realschule aus einen Ausflug, Skiausflug. Der war richtig genial, weil wir es halt genau eben entsprechend so hatten. Da muss ich ganz ehrlich sagen, den finde ich, wenn ich so darüber nachdenke, wirklich mit einer der geilsten Urlauben, die ich so bislang hatte. Einfach weil es eine gute Mischung war aus einfach schön aktiv sein, ein bisschen was Neues lernen, schöne Schneelandschaften, halt ähnlich, ja, ähnlich wie hier kann man es so nicht so genau sagen. Aber so ist das halt. So, na dann bringt mir mal den Schrei bei. Ich habe auch noch ein paar Drachenseelen über, die wir dann nutzen können. Der Pfad zu Parthunax beginnt hinter diesem Tor. Ich werde euch zeigen, wie ihr den Weg öffnet. Macht das. Zeig es mir. Schreist du das wieder auf? Boden. Ja. Alles klar. Haben wir das? Wolkenloser Himmel. Ich werde euch mein Wissen über wolkenloser Himmel vermitteln. Dies ist unser letztes Geschenk an euch, Drachenblut. Nutzt es weise. Alles klar. Wolkenloser Himmel wird den Nebel wecken, aber nur für kurze Zeit. Ja, ist okay. Der Weg zu Parthunax ist voller Gefahren. Ihr solltet ihn nicht auf die leichte Schulter nehmen. Geht immer weiter. Konzentriert euch auf euer Ziel und ihr werdet den Gipfel erreichen. Alles klar. Magie. Elementare Raserei haben wir noch nicht. Zeit für langsam zu klonen. Das. Wir haben noch 5 Drachenseelen. Und wir brauchen jetzt erstmal hier. Wirbelwind-Sprint haben wir noch nicht voll gemacht. So. Haben wir das mal ein bisschen. Auch. Vollkommen dann gelernt. Jetzt bin ich mal gespannt. So, jetzt haben wir den Weg frei gemacht. Die Frage ist, fängt das immer wieder neu an? Müssen wir es immer wieder neu machen? Hier ist auf jeden Fall sehr neblig gewesen.